Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Ultimate Trainer ist fertig im Labor und ich habe die sofort komplett maxed out und einen heftigen Build gebaut. Meiner Meinung nach der beste Build, den es aktuell im Spiel gibt, was die Allrounder-Fähigkeit angeht, weil man den unfassbaren AOE-Damage hat, unfassbaren Boss-Damage hat und ja, na Bunny unfassbar Konkurrenz macht, aber dann auch keine Probleme hat mit Elite. Mega, mega krass. Ich hatte da gestern schon mal einen kleinen Clip zu eingeblendet zu Frainer. Ich werde euch das einfach mal zeigen und demonstrieren in einem 400er Dungeon, weil da lohnt es sich mit dem AOE-Damage ja extremst. Ganz gut ist auch, dass ihr hierfür kein neues rotes Modul braucht für Ultimate Frainer. Das heißt, ihr braucht auch nicht unbedingt Ultimate Frainer. Ihr könnt auch die normale Frainer benutzen und dann auch die ganze Action machen. Ich gehe hier mal in 400er privat alleine rein und dann zeige ich euch das. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr geheimen Garten habt, einen guten Giftreaktor und das Metzler-Set als Komponenten. Was für Module, das zeige ich euch gleich noch. Und dass ihr die rote Mod-Ansteckung habt. Und da würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier durch und ich zeige euch, was ihr im Prinzip macht. Im Prinzip nutzt ihr die zweite Attacke nie, sondern immer nur die erste und dritte für AOE. Und die vierte Attacke für Elite-Gegner. Aber auch nur starke Elite-Gegner. So, da habt ihr gesehen, ne? So geht das. 1000 Gegner, eine Attacke gemacht, alle down. Und dann geht's hier weiter. Ihr seht die ganzen Gegner da. Ich mache zwei Attacken. Und durch Ansteckung stirbt einfach alles wie ein Domino-Effekt. Immer, immer wieder. Immer, immer wieder. Und ihr müsst nichts machen. Nichts machen. Selbst die Bosse sterben teilweise davon. Und selbst wenn die Bosse nicht sterben, könnt ihr die dann auch noch mit der Ult wegknüppeln. Ich kenne den Dungeon hier jetzt natürlich schon auswendig, deswegen weiß ich ganz genau, wo die Bosse kommen. Die Gegner kommen, sorry. Aber auch wenn ihr das nicht wüsstet, könntet ihr auch im Affekt einfach überall die Sachen hinknüppeln, überall Gifte machen und dann geht das auch. Ja, und was soll ich sagen? Ihr seht's ja. Es ist einfach ein Feuerwerk, sage ich immer. Ein Feuerwerk, was hier abgeht. So, da haben wir jetzt gleich eine Elite. Das ganz. Den da oben machen wir so weg. Eine Elite. Ich meine, der hat jetzt nicht so viel Leben. Ich glaube, gleich beim Boss, das wird. Macht es mehr Sinn mit der Ult. Hier geht das noch. Bei der. Ich werde euch die Ult dann gleich beim Boss einmal zeigen, damit ihr die seht. Ja, ansonsten habt ihr hier Feuerwerk. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Also. Das ist, was ihr macht. Ihr rennt durch, zündet die erste und dritte Attacke und alles andere passiert komplett, komplett automatisch. Jetzt wird's witzig, Leute. Jetzt kommt Feuerwerk. Jetzt kommt Feuerwerk. Und das liebe ich. Also dafür finde ich auch, ist das der beste Bild, den es aktuell gibt. Einfach, ihr steht jetzt hier und ihr macht nichts und der komplette Raum wird geklärt, ohne dass ihr was tut. Seht ihr das? Klar, Bosse noch, aber ansonsten passiert alles automatisch. Das ist einfach krass und das kann auch keine Bunny oder sonst irgendwer. Das ist einfach verrückt. So, da vorne ist ein relativ starker Boss. Da kann man mal die Ult zünden, damit ihr das mal seht. Ah ja, das war's. Das will ich gerade voll mal eben hier kaputt machen. Und da sind wir auch gleich schon beim Boss. Und das war ein 400er Dungeon, ne? Das Endgame, was aktuell im Spiel ist. Und Frainer, ich bin gerade auf Level 25, bin aber schon komplett durch mit den Katalysatoren und so. Knüppelt hier einfach durch, als wäre es nichts alleine. So, ich war kurz warten, bis meine Ulti da ist für die Bosse. Du einmal weg. Du einmal weg. Ich muss zugeben, alleine sind die Bosse hier relativ schwierig, weil da müsst ihr ja schon auch mal wieder ein bisschen ballern und auch ein bisschen euch heilen. Weil wenn ihr alleine seid, ne, dann fliegt der ja raus. Habt ihr kein Backup, der euch hilft. Die Boss hier sind relativ bescheiden. Na, kurz hochheilen. Kurz auf die Ult warten und dann hau ich den wieder weg. So, Ult. Den einen Boss jetzt wegklatschen, ist noch einer. Und jetzt nur noch den einen Boss da. Und immer wenn ein Gegner kommt, dann macht er einmal hier diese Gift-Sache. Und dann sind die auch alle wieder weg. Nachladen, klar.
Ich will nicht sagen, dass er jetzt so easy peasy alle Invasions-Dungeons hinkriegt, weil das kommt natürlich ganz klar auch auf die Bosse an. Aber hier mit ein bisschen aufpassen geht das eigentlich gut klar. Ja, so oder so ähnlich könnt ihr das dann machen, wenn ihr euch ein bisschen mehr konzentriert als ich. Dann geht das ganz gut klar. So, ich finde, das ist so mit der spaßigste Bild oder spaßigste, was ich bislang in The First Descent gespielt habe. Ich war ja auch immer ein Bunny-Typ, also ich fand Bunny auch immer cool, aber das ist ja so, so witzig. Ja, ganz wichtig ist natürlich hier Geheimer Garten, da können wir einmal kurz gucken, was ich für Module drin habe. Ganz wichtig ist natürlich die Waffenladung, dass euer Magazin größer ist, dass eure Ult mehr schießen kann. Dann seht ihr hier, Schwachpunktvisier müsste aktuell noch hoch, ich müsste noch einmal quasi leveln. Dann haben wir hier den Crit drin, Wirkung, Gegenwirkung, versteckte Drall, gesteigerte Konzentration, bessere Erkenntnis und Feuerrate steigern. Das sind so die Standardsachen, würde ich sagen, plus die zwei Waffenladungen für die Ult. Dann sind wir bei 730.000 DPS. Dazu habe ich dann nochmal bleibendes Vermächtnis einfach mitgenommen, um ein bisschen Variety zu haben, wenn ich mal einen Boss mache, ohne die Ult zu zünden. Und jetzt kommen wir zum Herzstück, zu den Modulen. Als allererstes ist natürlich ganz, ganz wichtig Ansteckung. Das sorgt ja dafür, dass halt immer wieder neu angesteckt wird und diese Kettenreaktion überhaupt in Kraft tritt. Unfassbar krass. Dann hier einmal erhöhter LP für mehr Leben. Das ist auch super wichtig. Das wäre meiner Meinung nach auch einer der ersten Mods, die ich euch empfehlen würde, wenn ihr quasi jetzt neu startet. Erstmal erhöhter LP mit reinnehmen, um nicht sofort zu sterben. Ich hatte ganz am Anfang erhöhter LP nicht drin und da war es schon ein bisschen tricky, bei 400% zu überleben. Dann toxische Verstärkung, Tech-Fokus, MP-Umwandlung für die Abklingzeit, die Fertigkeiten der Erhöhung für die Reichweite, flinke Finger für die Abklingzeit, Dezimierer ist super wichtig, Reichweite nochmal, Gift-Fokus und Tech-Verstärkung. Ihr seht, ich müsste sie theoretisch noch einmal upgraden, um Tech-Verstärkung auf das Maximum zu heben. Aber ja, ich finde, das ist jetzt auch schon unfassbar, unfassbar stark. Beim Reaktor ist relativ egal, was ihr drauf habt, um ehrlich zu sein. Ich habe hier Kolossschaden drauf und Crit-Rate. Crit-Rate ist aber total irrelevant. Also hier wäre eigentlich besser sowas wie Gift und Tech. Das beides macht keinen Sinn, aber ich hatte gerade keinen besseren Giftreaktor am Start für Geheimer Garten. Den kann man ja diese Woche leider nicht farmen, erst nächste Woche wieder. Und dann dazu das Metzler-Set einfach komplett mit reinnehmen. Ich bin ultra gespannt, was ihr zu dem Bild sagt. Ist für mich aktuell, wie gesagt, der beste im Spiel, was die Variety angeht. Klar gibt es für Bossing bessere oder für AOE, glaube ich, gibt es aktuell keinen besseren für Mobs. Aber ja, das ist sehr, sehr krass. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Lasst mal ein Follow da, wenn ihr noch nicht reingefolgt habt. Und ein Like auf dem Video, wenn euch das gefällt. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.